Herzlich willkommen zur zweiten Session zum Thema Transport Layer oder auch Schicht 4 oder auch Transportschicht, insbesondere heute zu TCP und den beiden wesentlichen Verfahren in TCP, das ist die Flusskontrolle und die Staukontrolle, auf Englisch Flow Control und Congestion Control. Wir werden uns von der Flusskontrolle so langsam auf die Staukontrolle einstellen, also uns so langsam vorarbeiten. Die Flusskontrolle kennen Sie schon, das ist das, was wir in Schicht 2 gemacht haben. Wir hatten ja damals so ein einfaches Alternating Bit Protokoll entworfen als Protokollautomat, so schrittweise, und dann haben wir über das Sliding Window Protokoll geredet. TCP macht ein Sliding Window Protokoll. Das heißt, wenn Sie das damals bei Layer 2 verstanden haben, können Sie das jetzt hier gut gebrauchen. Wenn Sie das bei Layer 2 nicht verstanden haben, hilft Ihnen das jetzt vielleicht, das besser zu verstehen. Ja? Das hat man ja, wie gesagt, oft im Stack, dass so bestimmte Funktionen immer wieder kommen, wie zum Beispiel Adressierung. Und das ist mit der Flusskontrolle bei einigen Layer 2 Techniken, die implementieren die eben genauso, wie zum Beispiel TCP das macht oder eine leichte Abwandlung. Ja, Congestion Control, also Staukontrolle, macht aber in einem normalen Stack nur ein TCP. Also das haben Sie nicht nochmal auf anderen Schichten. Das ist also eine Besonderheit von TCP. Es kann sein, dass manche Applikations-Layer-Protokolle, also auf Layer 7, das nochmal reimplementieren. Aber das sind dann eher Sonderfälle. Also normalerweise ist TCP das Protokoll, was die Staukontrolle macht in einer normalen Verbindung. Daher ist die auch besonders wichtig. Die sind auch nicht so leicht zu verstehen, weil es da viele Zusammenhänge gibt. Also die Einzelteile sind wieder einfach, aber die Zusammenhänge zwischen den Parametern sind dann wieder schwierig. Und deswegen machen wir das jetzt so schrittweise. Gut, bevor wir aber zur Staukontrolle kommen, reden wir über nochmal den Zusammenhang der TCP-Parameter, die ich in der letzten Session eingeführt habe, und dem Header. Dazu muss ich Ihnen den Header erstmal zeigen, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Der sieht so aus, das ist jetzt egal, ob Sie auf die linke Seite schauen oder auf die rechte Seite. Das ist in beiden Fällen einfach ein TCP-Segment-Header, ne? Die Pakete von TCP heißen Segmente. Und zum Beginn jedes Segments haben wir da so einen Header. Da sehen Sie, da ist ein Quellport drin, ein Destination Port. Das ist so die Adressierung, die TCP macht auf Prozessebene. Die nennen wir hier Ports. Also wenn Sie so wollen, das ist ein Index für einen Prozess, also für den Prozess, der sendet und für den Prozess, der das empfängt, den jeweiligen Datenstrom. Dann haben wir hier die Sequenznummer, die werden wir gleich brauchen. Deswegen ist die hier auch blau markiert. Dann haben wir das Acknowledgement, das ist eine Sequenznummer eines bestätigten Pakets oder Segments. Die werden wir auch gleich brauchen, deswegen ist die hier rechts blau markiert. Und dann haben wir den Fensterwert, den haben wir ja auch schon besprochen beim letzten Mal. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ist ja auch, wie gesagt, hier auch blau markiert. Auf die Options und diverse Flags komme ich nachher nochmal zurück, die werden wir jetzt nicht im Detail besprechen. Gut, was sehen wir dann hier unten? Also was wir hier unten sehen, ist ein Zeitstrahl. Sie können aber auch sagen, das ist so ein Inkrement der Segmente. Also wir fangen links mit kleinen Segmentnummern an und dann inkrementieren wir die. So jeweils, wenn die dann gesendet werden oder wenn mit den Segmenten irgendwas gemacht wird. Und deswegen ist das äquivalent, ne? Wenn wir die einfach inkrementieren bei fortschreitender Zeit. Also so Zeitstrahl oder Segmentnummer, wenn Sie so wollen, aufsteigend, haben Sie hier von links nach rechts. Links haben Sie hier den Header des Senders und rechts haben Sie den Header des Empfängers, der ja dann eine Bestätigung macht. Und das sind sozusagen das ist sozusagen der Header der Bestätigung. Es gibt noch eine Besonderheit von TCP, die vielleicht noch nicht allen klar ist. Acknowledgements sind bei TCP auch ganz einfach normale Pakete. Oder normale Segmente, bei denen das Acknowledgement Flag gesetzt ist. Das heißt also, wenn Sie so eine bidirektionale Verbindung haben, Sie haben ja bei TCP immer Vollduplex, ne? Also Sie haben Sender und Empfänger, jeder der beiden Peers, die miteinander kommunizieren, ist sowohl gleichzeitig Sender als auch Empfänger. Und wenn jetzt der Empfänger, also der momentan Empfänger ist, ein Paket bestätigen will, dann kann er auch ganz einfach ein normales Paket zurückschicken und da einen ACK-Flag setzen, dafür ist dieses Flag-Feld da, und aber trotzdem noch Daten mitsenden. Ja, also da gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr bei TCP zwischen Acknowledgements und normalen Datenpaketen. Ja, das ist so eine Besonderheit, die Sie beachten müssen. Und
dieses Voll-Duplex ist eben an der Stelle auch wichtig, weil, wie gesagt, in beide Richtungen. TCP geht immer davon aus, dass beide gleichermaßen kommunizieren und in beide Richtungen. Gut. Lange Vorrede, aber jetzt kommen wir endlich mal dazu, was hier steht. Also was Sie hier sehen, ist im Prinzip so, ja, der Bearbeitungsstand der Pakete, ne? Sie kennen das auch noch von meiner Sliding Window Diskussion von Layer 2. Also ganz links haben wir so die Pakete, die sind erledigt, ne? In blau hier dargestellt. Also dieser Teil hier, der ist acknowledged. Ja, also sowohl gesendet als auch bestätigt. Naja, und das letzte Paket, was acknowledged ist. Woher kriege ich diesen Paketindex? Also das ist eine Nummer, ne, auf das Paket. Also eine Segmentnummer letzten Endes, die auf das letzte Acknowledgement. Das ist die Segmentnummer des letzten bestätigten Pakets. Und wo kriege ich die her? Naja, die kriege ich einfach aus dem Header des Empfängers. Ja? Also aus dem Header der ACKs, die der Empfänger schickt. Ja? Den haben Sie hier. Also da haben wir den Fall. Ne? So, was habe ich hier? Was gibt mir dieser Pointer? Naja, der gibt mir das letzte Paket, was gesendet wurde. Ne? Das steht natürlich in der Sequenznummer, also im Sequenznummernfeld des Senders. Also wenn der Sender jetzt irgendein Segment X versendet, dann schreibt er halt die Sequenznummer X in den entsprechenden Header. Ja, und was dazwischen ist, also zwischen Acknowledged und Send, sind natürlich die Pakete, also hier in diesem Zeitbereich, in diesem Zeitintervall, sind natürlich die Pakete, die bereits versendet wurden, aber noch nicht bestätigt wurden. Ja, dann was haben wir als nächstes? Naja, dann haben wir jetzt die Pakete, die ich senden kann, aber noch nicht gesendet habe am Sender. Das ist dieses Zeitintervall hier. Und das wird natürlich abgegrenzt zwischen, links vom letzten gesendeten Paket, logischerweise, ne? Die nächsthöhere Sequenznummer würde dann auf ein Paket weisen, was noch nicht versendet wurde, aber als nächstes versendet werden kann. Und rechts wird das begrenzt durch eben genau unseren Window-Wert, ne? Weil der Window-Wert gibt ja den aktuellen Wert, Byte-Wert an, den der Empfänger empfangen will. Also den der Empfänger im Prinzip erlaubt, zu senden. Ja, und das ist natürlich ganz rechts die Schranke. Also mehr Bytes. Ja, und wenn ich das quasi durch die MTU teile, also habe ich eben die Anzahl der Segmente, ne, darf der Sender nicht senden. Ja, und das ist genau dieses rote Intervall hier. Ja, was haben wir hier ganz rechts? Naja, ganz rechts, das sind eben die Bytes, die der Prozess, also eine Anwendung von Layer 7 schon geschrieben hat, also auf den Stack geschrieben hat. Also in der Regel, wenn wir jetzt über so Unix-artige Betriebssysteme, also wie gesagt, Windows folgt da auch dieser Struktur sprechen, dann ist das sozusagen, was der Anwendungsprozess in den Socket geschrieben hat. Und das wird dann eben auf Betriebssystemebene gepuffert. Und das ist eben der Teil, der bereits im Stack vorhanden ist, auf den TCP bereits zugreifen kann, der aber eben noch nicht gesendet werden darf, weil das würde ja das Fenster, also das Empfangsfenster, also das aktuelle Empfangsfenster, was ja genau hier mitgeteilt wird, dann überschreiten. Ja, das ist nochmal so der Prozess, was da passiert, und das ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Erinnerung, ja, daran, wie Flusskontroller dann eigentlich funktioniert hat, ne? Also, weil, warum erlauben wir nicht einfach unendlich viele Bytes zu schicken? Naja, weil wir Flusskontrolle machen wollen, weil wir eben den Empfangspuffer des Empfängers nicht überfordern wollen. Also wir wollen keinen Buffer-Overflow am Empfänger haben. Ja, hier ist ein Beispiel, wie dann sowas praktisch aussieht. Sie sehen hier zum Beispiel den Fensterwert von 2500. Das ist jetzt hier der Fall, dass so eine Verbindung bereits aufgenommen wurde und bereits ein Datenfluss erfolgt. Und Sie sehen, dass der Empfänger dem Sender mitteilt, dass er ein aktuelles Fenster von 2500 Bytes hat. Naja, und dann sendet der Sender die eben los in einer bestimmten Granularität, ne? Also der Sender entscheidet sich jetzt hier gerade 1000 Bytes auf einmal zu senden, zum Beispiel. Und die werden jetzt hier im ersten Segment gesendet. Dann bestätigt der Empfänger diese 1000 Bytes und naja, und zieht eben diese 1000 Bytes,
die er ja empfangen hat und die jetzt in seinem Empfangspuffer sind, die muss er ja vom Fenster abziehen und deswegen haben wir hier 1500. Ja, und sobald er eben die nächsten 1000 Bytes empfangen hat, verrechnet er die auch mit dem Fenster, zieht die also wieder ab, dann ist mein Fenster nur noch 500 groß. Jetzt werden die nächsten Bytes empfangen. In dem Fall sind das hier natürlich nur 500 Bytes, weil mehr durfte ich ja initial auch nicht senden. Ne? Also das dürfen ja hier nicht mehr insgesamt als 2500 Bytes sein. Und dann wird das bestätigt hier, also die letzten 500. Und damit ist die Fenstergröße 0. Und damit darf der Sender erstmal nicht weiter senden, wird also durch ausgebremst. Genau das ist ja die Flusskontrolle. Ne? Der Empfänger sagt dem Sender, ich habe genug, hör mal jetzt langsam auf. Ja. Und ja, was passiert als nächstes? Die Anwendung beim Empfänger liest 2000 Bytes aus. Damit sind die abgeholt, also liegen nicht mehr im Socket oder im Stack rum. Ja. Und können jetzt... Und das bedeutet, dass daraufhin der Empfänger wieder sein Fenster erhöhen kann, um genau die 2000 Bytes, die abgeholt wurden. Sie sehen es, das Fenster ist jetzt wieder bei 2000 Bytes. Er schickt das Acknowledgement nochmal raus. Ja, das ist zwar an der Stelle redundant, weil er hat ja die letzten 2500 Bytes schon mal bestätigt, aber diesmal eben mit einem neuen Fensterwert und informiert somit den Sender, dass er wieder 2000 Bytes senden kann. Der legt los, ja. In dem Fall packt er zwei Segmente, schickt die raus und das sind dann eben auch wieder ja, im Prinzip 1000 Bytes, glaube ich, im ersten Segment, genau, im ersten Segment sind das 1000 Bytes, die werden dann eben wieder abgezogen und dann werden die nächsten 1000 Bytes auch abgezogen, womit die Fensterlänge wieder auf 0 ist und damit beginnt das wieder von vorne. Ja, also das ist so mal so ein typischer Ablauf, den wir hier haben. Sie sehen, dass dieses Acknowledgement also auch mehrere Funktionen hat. Ne? Also es hat, wie gesagt, diese Funktion der Bestätigung. Das machen wir hier, ne, mit diesem ACK up to 2500. Dieses up to ist an der Stelle interessant. Das weist darauf hin, dass TCP kumulative Acknowledgements benutzt. Kumulativ heißt, alles bis zu einem bestimmten Bytewert wird bestätigt. Also alle letzten Bytes werden auf einmal bestätigt. Also keine einzelne Bestätigung von einzelnen Segmenten, sondern implizit, wenn ich hier sage, ich bestätige alles bis 2500 Bytes, hätte ich auch die drei Segmente hier bestätigt. Es würde also eigentlich reichen, wenn ich einmal hier einen ACK schicke, ACK up to oder ACK 2500. Ich muss eigentlich gar nicht drei schicken. Der Grund, warum ich jetzt hier aber 3 schicke als Empfänger, hängt mit der zweiten Funktion zusammen, die das ACK noch hat. Und das ist eben die Flusskontrolle. Und das ist eben dieser Fensterwert, weil der ändert sich ja und den muss ich ja zeitnah zurückgeben. Und das mache ich eben hier und deswegen verschicke ich hier eben auch 3 ACKs, ja, weil sich eben dieser Fensterwert geändert hat. Für kumulative Acknowledgements hätte 1 gereicht. Ja. Genau, also das sind so diese beiden Funktionen, die Sie hier sehen. Das ist mal so ein Ablauf und wichtig, diese Fenstergröße ist eben das aktuelle Sendefenster, was eben immer zurück übermittelt werden muss. Ja, das ist nochmal so ein zweites Beispiel, das können Sie sich mal in Ruhe zu Hause anschauen. Das würde ich jetzt nicht durchsprechen. Das ist jetzt ein bisschen allgemeiner. Das eben war schon sehr TCP-lastig, das passt an der Stelle ganz gut. Wie gesagt, das Konzept ist aber allgemein. Ne? Das ist ein Sliding-Window-Konzept. Das haben wir ja schon mal gemacht. Gut, 3 Aufgaben hat Sliding-Window. Ich fasse, das ist nochmal so eine Zwischenzusammenfassung, wenn Sie so wollen. Also einmal die zuverlässige Übertragung, in dem Fall eben zuverlässig im Sinne von Rückwärtsfehlerkorrektur. Ne? Wenn da Bits kippen oder Bytes defekt sind, also die Prüfsumme defekt ist, TCP fügt dafür natürlich auch eine CAC ein, dann würde eben das Acknowledgement ausbleiben, beziehungsweise, da komme ich nachher nochmal zu, würde das Paket dann so lange nochmal angefragt werden, bis es korrekt empfangen wurde. Also das ist hier mit zuverlässiger Übertragung gemeint. Ja? Zuverlässigkeit bedeutet aber auch Übertragung in der richtigen Reihenfolge.
Darauf passt ja auch unser Sliding Window Protokoll auf, dass die Reihenfolge nicht durcheinander kommt. Und ich habe ja auch Sequenznummern jetzt in den Segmenten. Das heißt, ich habe ja jederzeit die Möglichkeit, da die Reihenfolge zu korrigieren, indem ich es umsortiere am Empfänger. Ja? Ich habe ja da einen entsprechenden Index und der ist kumulativ. Das heißt, ich bin in der Lage, da wieder eine richtige Sortierung zu machen. Also Reihenfolgetreue wird hier auch eingehalten und eben die Flusskontrolle. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir das hier gleichzeitig eben schon machen. Nochmal die Zusammenfassung zur Flusskontrolle und Fenstergröße. Wir haben eben dieses 16-Bit-Fensterfeld im Segmentheader von TCP und der wird eben benutzt, um die Anzahl von Bytes anzugeben, die der Empfänger annehmen da möchte, also die er und damit implizit dem Sender erlaubt zu senden. Ja, das ist die absolut obere Schranke. Also mehr darf der Sender nicht senden. Ja, also TCP stellt Flusskontrolle dadurch bereit, dass es den Sender eine Variable verwalten lässt, die man als Empfangsfenster bezeichnet. Das haben wir beim letzten Mal ja besprochen. Ich komme auch gleich nochmal zu dieser Variable. Und dieser Window-Wert ist eben die Variable, ne? Also das ist, Entschuldigung, also dieser Window-Wert ist eben der zeitvariante Faktor für diese Variable. Also es gibt eigentlich zwei Faktoren, die dieses Empfangsfenster beeinflussen. Das eine ist der Window-Wert, logischerweise, weil das ist das, was der Empfänger aktuell noch speichern möchte. Und die zweite Variable, ja, kommen Sie eigentlich selbst drauf, oder? Das ist natürlich die Anzahl der versendeten Bytes. Ja, also der gerade versendeten, aber noch nicht bestätigten Bytes, ne? Die kann ja der Sender zählen, die hat er ja lokal. Ja, das Empfangsfenster ist dynamisch, das ist klar, ne? Also das ändert sich, das ist einfach zeitvariant. Ja? In Abhängigkeit davon, wie viel der Empfänger empfängt und wie viel der Sender sendet und ob er jetzt einen Burst sendet oder mal eine Weile nichts sendet, das ist klar. Das variiert die ganze Zeit und daher haben wir es ja auch in jedem Segment enthalten. Und genau, Vollduplex hatte ich ja schon gesagt. Sie haben im Prinzip immer ein Sender-Empfangspaar. Also Sie haben immer bei einer TCP-Verbindung, zwei Sender, zwei Empfänger. Auf jeder Seite einen Sender und einen Empfänger. Das ist mit Vollduplex gemeint. Und das ist ja auch eine Voraussetzung, ne? Damit ich so ein sauberes ARQ-Protokoll machen kann. Also diese Rückmeldung über ACKs, die erwarten ja einen Rückkanal. Das könnte ich ja in sowas wie DVB-T oder im Fernsehstandard oder im Radiostandard, auch wenn die digital sind, gar nicht machen, weil ich ja zum Beispiel diesen Rückkanal gar nicht habe. Genau, bevor wir jetzt zur Staukontrolle kommen, reden wir noch ein bisschen genauer mal über einen Header. Und da gibt es einen relativ spannenden Teil, das sind diese sogenannten Options-Felder. Ich werde noch mal ganz kurz also über die restlichen Felder schauen hier im TCP-Header. Und was Sie hier noch sehen, unabhängig jetzt von den Options, sind die Flags, ja. Die haben Sie hier. Also das ist so das ACK-Flag hier. Und wenn das gesetzt ist, dann ist eben dieser Header auch gleich als ACK gültig. Ja? Dann gilt der als Acknowledgement. Wie gesagt, hinter dem Header können beliebige Daten folgen. Wenn der Empfänger was zurückzusenden hat, sozusagen, wenn er nichts zu senden hat, trotzdem eine Bestätigung rausschicken will, schickt er halt nur den Header. Ne? Ja, dann haben Sie dieses SYN-Flag und dieses FIN-Flag. Sie können mir ja mal im Chat tippen, wofür das benutzt wird. Und dann haben Sie noch so ein paar spezielle Flags, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Genau, Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau. Komme ich noch zu, erkläre ich Ihnen auch, wie der funktioniert, nochmal mit den Flags im Detail. Und worüber ich jetzt kurz mit Ihnen sprechen möchte, ist dieser Data Offset-Teil und dieser Option-Teil. Ja, also der Data Offset ist dafür da, dass wir einen Pointer auf das Ende der Options haben und ich dann weiß, wo die Options aufhören und das Padding anfängt. Ich weiß ja in jedem Fall, wo die Options anfangen, weil das ist ja über das Byte-Format kodiert, das ist ja fix, aber ich weiß eben nicht, wo die Options beenden und dafür brauche ich diesen Offset-Teil. Gut, was sind diese Options? Gibt es dann ein paar spannende Optionen? Ja, klar, die gibt es. Also zum einen gibt es Timestamps, also ich kann in einem TCP-Header eine 32-Bit langen Zeitstempel reinkodieren, mit dem ich dann zum Beispiel die Roundtrip-Time genauer bestimmen kann. Also ich kann mir da einen netten
Ping-Befehl überlegen oder ich kann eben TCP dazu bringen, Roundup-Time genauer zu bestimmen. Ja, und ich kann diese Timestamps eben auch verwenden, um zum Beispiel zu vermeiden, dass mein Sequenznummernraum überläuft. Eine weitere spannende Option ist dieser Window-Scale, ist diese Window-Scale-Option und diesen Skalierungsfaktor für ein größeres Fenster. Und das haben wir schon mal besprochen, wenn Sie sich erinnern, beim Ende vom Layer 2, das ist dieses sogenannte, im Rahmen dieses sogenannten Bandbreite-Delay-Produkts oder Bandwidth-Delay-Product. Das war im Prinzip Datenrate multipliziert mit der Roundtrip-Time oder je nach Definition auch mit der halben Roundtrip-Time. Und das gibt Ihnen ja an, wie viele Bits in der Leitung stecken. Ja, und da hatte man ja ursprünglich bei TCP, wenn man nur mit dem reinen Fensterwert arbeitet, das Problem, dass wir damit die Datenrate drosseln. Wenn ich eine Leitung habe, die sozusagen eigentlich ja vielleicht ein paar Megabits speichern kann, also Bandbreite-Delay-Produkt ist sozusagen, wenn Sie so wollen, ein paar Megabit groß, dann bin ich größer als das Standard-Advertising-Fenster von TCP und kriege damit meine Leitung nicht ausgelastet, weil dieses Fenster ja die maximale Senderate beschränkt. Ja? Also wenn jetzt mein Fenster aktuell vielleicht oder es mag der maximale Fensterwert, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber so bei 16 Kilobit liegt, ja, dann kann ich eben mit einmal nur 16 Kilobit lossenden. Oder 16 Kilobyte, wenn Sie so wollen. Und wenn meine Leitung aber 2 Megabyte speichert, ja, dann möchte ich die doch bitte voll haben, damit ich Pipelining ausnutzen kann. Und dann sollte ich doch bitte in der Lage sein, diesen Fensterwert hoch zu skalieren. Und das macht genau diese Window Scale Option. Also die ist standardmäßig eigentlich immer an, weil wir heutzutage nur noch relativ wenige Leitungen haben, die diesen kleinen ursprünglichen Fensterwert von TCP nicht speichern können. Ja, wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, schauen Sie nochmal nach. Linklayer Bandwidth Delay Product, da hatten wir das besprochen. Da habe ich den korrekten Wert auch für das ursprüngliche TCP-Fenster genannt. So, eine weitere spannende Option bei TCP ist sind diese SACKs oder diese Selective Acknowledgements. Ich habe Ihnen ja vorhin erklärt, was kumulative Acknowledgements sind. Ja? Also ich bestätige alle Bytes bis, keine Ahnung, 2400. Wenn ich jetzt aber nur bestimmte Pakete empfangen möchte, weil ich zum Beispiel ganz viele danach nicht empfangen habe, ja, dann kann ich das damit tun. Ne? Also ich kann dann zum Beispiel sagen, bestätige ja, Segment 1000 Bytes, ja, also bis 1000. Ja, also ich kann sozusagen zusätzlich weitere Segmente hier noch bestätigen, vielleicht auch wenn die aus dem kumulativen Segmentraum raus sind. Also um in meinem Beispiel zu bleiben, wenn ich bis 2400 alles bestätigt habe, danach gab es aber relativ viele Fehler. Ich habe aber zum Beispiel so 5000 Bytes, also so von, keine Ahnung, 4500 bis 5000 Bytes noch ein Segment empfangen, dann könnte ich auch genau das bestätigen. Ja? Also das ist sozusagen das gezielte Bestätigen von Segmenten, die Sie korrekt empfangen haben. Und ja, dann gibt es noch diverse andere Optionen, die man da so reinpacken kann, die ich jetzt hier nicht besprechen möchte. Aber für Sie, ich würde sagen, Window Scale und SACKs sind so die für die Funktionalität am wichtigsten sind. Ja, weil Sie sehen ja, das sind ja auch notwendige Erweiterungen. Also Selective Acknowledgements, die machen einfach diese Bestätigungen effizienter. Und Window Scale ist eben wirklich wichtig, damit Sie überhaupt einen modernen Durchsatz erreichen können mit TCP. Also ohne das würde TCP ja eigentlich gar nicht benutzbar sein in heutigen Netzen. Gut, sprechen wir über diese Window Scale Option noch mal ein bisschen im Detail. Also die muss natürlich zwischen Empfänger und Sender ausgehandelt werden und auch von beiden Seiten akzeptiert werden, weil der Sender muss ja auch in der Lage sein, diese Fenstergröße zu bedienen. Also es reicht natürlich nicht, wenn sich der Empfänger ein großes Fenster wünscht und wenn der, ich sag mal, Sender gar nicht in dieser Liga spielt. Ne? Wir machen eine Skalierung, also das ist ein Faktor für die Fenstergröße. Und wenn, ne, Sie sehen das, das wird nach links verschoben. Ja? Also das ist wie eine Multiplikation. Und wenn der Sender gar nicht in dieser Liga spielt und zum Beispiel nur sehr langsam senden kann, dann
muss er diesen Vorschlag des Empfängers auch nicht akzeptieren. Also das wird eben genau beim Verbindungsaufbau behandelt und da haben wir auch wieder einen Grund, warum man Verbindungsaufbau braucht, ne, bei zuverlässiger Übertragung. Also wenn ich so eine Flusskontrolle mache und dafür ein Fenster brauche, dann muss ich mich natürlich über diesen Fensterwert initial einigen. Und das wird hier eben beim Verbindungsaufbau gemacht. Ja, und in dem Fall eben auch speziell über die Skalierung dieses Fensterwerts. Ja, da steht nochmal die RFC, da können Sie das nachschauen. Hier ist nochmal ein Bildschirmausschnitt im Wireshark, da steht das halt drin, ne? Und hier, Sie sehen hier, das ist einfach ein Bitwert, der als Faktor gilt, ne? Also 7 Bits, ja, das ist Dezimal 128. Und dann wird eben der Fensterwert immer mit 128 multipliziert. Also das ist tatsächlich eine massive Erhöhung natürlich dann des Fensterwerts. Ja, weiter geht's mit TCP-Stau-Kontrolle oder TCP-Congestion-Control. Flusskontrolle haben wir jetzt gemacht und auch genau gemacht, auch anhand eines Beispiels, wie das in TCP funktioniert. Und ja, da müssen wir über mehrere Dinge reden, weil die TCP-Staukontrolle besteht im Wesentlichen aus drei Verfahren. Und diese drei Verfahren sind zum einen das Additive Increase Multiple Decrease oder der AIMD-Algorithmus, der Slow Start-Algorithmus, die Fast Retransmit und Fast Recovery. Wobei das im Standard TCP oder man sagt auch gerne Vanilla TCP nicht drin war ursprünglich, das wurde dann später hinzugefügt. Aber das sind eigentlich so die drei Verfahren, die primär für die Staukontrolle relevant sind. Reden wir erstmal darüber, warum man Staukontrolle überhaupt braucht. Sie haben hier mal so einen, ich sag mal, so einen ganz einfachen Routing-Fall. Ja, den haben Sie zu Hause, glaube ich, auch. Also zumindest in ähnlicher Form. Sie haben einen Router, der Sie vielleicht ans Internet bringt über eine relativ langsame Leitung. Die ist bei Ihnen hoffentlich schneller als 1,5 Megabit pro Sekunde, aber die ist in der Regel langsamer als das, was Ihr LAN kann. Ja, also oder Ihr WLAN kann. Ne? Das haben wir hier. Hier haben wir zwei Verkehrsquellen. Ja, also das sind sozusagen zwei Sender. Und Sie haben hier den Router und naja, was passiert denn jetzt? Also der hat hier rechts einen langsamen Ausgang und links wird da relativ schnell gefüttert. Also was passiert mit der Warteschlange dieses Routers? Sie dürfen es gerne mal in den Chat schreiben. Wir sind uns einig, die steigt erstmal an. Ja, die wird erstmal größer. Und irgendwann läuft die dann über und sagt der Router, naja, das sind jetzt so viele Pakete hier, dann fange ich jetzt mal an, Pakete wegzuwerfen, weil die kriege ich nie wieder bedient. Ja, vielleicht wird auch mein Speicher voll, aber definitiv ist das jetzt auch jenseits von irgendeiner Latenzerwartung, die die meisten Dienste haben. Also werfe ich die einfach mal weg. Ja. Also Queue voll heißt nicht notwendigerweise Speicher voll. Das heißt einfach, dass man sagt, die Pakete sind jetzt so alt, die spielen wahrscheinlich für den User auch keine Rolle mehr, weil der wahrscheinlich inzwischen eh schon eine Fehlermeldung bekommen hat oder nochmal auf den Reload-Button geklickt hat. Oder die restlichen Livestreaming-Pakete, Audio oder Video, sowieso schon abgespielt wurden und die Pakete eh zu spät kommen würden dafür. Ja? Also das ist so die Denkweise dahinter. Ne? Es hat nicht notwendigerweise nur mit vollem Speicher zu tun. So, ja, das ist also, was passiert am Router und das ist, wie wir einen Stau bekommen. Ne? Und Sie sehen jetzt hier einen Unterschied zur Congestion Control. Also für mein Minimalbeispiel, Entschuldigung, Sie sehen hier einen Unterschied zur Flusskontrolle. Für eine Flusskontrolle reicht es, wenn ich mir einen Sender und einen Empfänger anschaue. Ja, das ist das Minimalbeispiel für die Flusskontrolle, weil der Sinn der Flusskontrolle ist, dass der Empfänger den Sender drosselt, wenn der Sender oder damit der Sender nicht zu schnell sendet. Hier brauche ich jetzt für mein Minimalbeispiel zwei Sender und einen Empfänger, damit ich eben diesen Stau produziere. Ja, ich kann mit einem Sender und einem Empfänger, also mit zum Beispiel Source 1 und Destination, alleine keinen Stau produzieren. Ja, die machen natürlich eine Flusskontrolle, wenn die miteinander kommunizieren, die läuft dann auch noch. Aber um einen Stau zu produzieren, brauche ich ja mindestens eine andere Quelle, die mir eben den Router auch noch belastet. Ja? Gut, ich brauche jetzt hier auch noch den Router und wenn der mich hinreichend ausdrosselt, habe ich auch einen Stau. Aber Sie verstehen hoffentlich meinen Punkt. Staus haben immer was mit viel Verkehr zu tun und ja, in erster Näherung, wenn Sie viele Quellen haben, haben Sie dann eben auch ein Problem mit viel Last. Ja?
Das ist, wo die Idee hierher kommt. Und das ist eben der Sinn der Staukontrolle, diese Last in ein für den Router erträgliches Maß zu begrenzen. Ja, das ist die Idee, das ist, was wir wollen. Wir wollen also Staus möglichst vermeiden oder bestehende Paketstaus drosseln, also wieder auflösen, wenn Sie so möchten. Ja, da ist Stau schon ein guter Begriff für. Das ist schon so ein bisschen vergleichbar mit dem, was so bei Geschwindigkeits- oder Verkehrsleitsystemen gemacht wird auf der Autobahn, wenn dann so die ein Stau, der vor Ihnen ist, quasi versucht wird aufzulösen, indem die Geschwindigkeitsanzeigesysteme, die ja oft in diesen Brücken über der Autobahn sind, indem die dann sozusagen ein paar Kilometer vorher die Geschwindigkeit der Autos, also der aufkommenden Autos, versucht zu drosseln, ja, oder der ankommenden versucht zu drosseln. Und wenn die das gut genug machen, dann hat der Stau, der vor ihnen ist, eben noch eine Chance, sich aufzulösen, bevor sie überhaupt da sind. Ja? Also das ist so eine ähnliche Idee da an der Stelle. Gut, was kann man jetzt machen? Naja, man kann im Wesentlichen zwei Dinge tun. Sie sehen hier eine Idee auf der linken Seite, eine Idee auf der rechten Seite. Links ist die Ressourcenallokation. Das ist so die Reservierung von Ressourcen. Also ich sag mal, das ist so das hierarchische Verfahren und das Verfahren mit der Anmeldung. Wenn ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Bytes senden will, dann frage ich doch mal freundlich beim Netzwerk an, ob ich das darf. Das Netzwerk sagt mir, naja, du darfst das. Schick mal los. Und bevor du das darfst, würde ich dir jetzt mal die folgenden Ressourcen reservieren. Und wenn ich das gut mache, dann gibt es ja auch keinen Stau. Ne? Weil dann vermeide ich ja, dass ein anderer User sozusagen sich deine Ressourcen schnappt. Naja, jetzt ist die Frage, wie macht man diese Dimensionierung? Wir hatten das Problem schon mal bei der Schicht 2 beim Mac, als wir über das Mac geredet haben. Wir haben ja diesen Bursty Traffic mit diesem großen Unterschied zwischen der Spitzenlast und der mittleren Last. Ja, also wir haben ja in der Regel so Peaks, die ab und zu mal auftreten, so Verkehrspeaks, zum Beispiel, wenn Sie eine Webseite anfordern und die dann runtergeladen wird. Und dann haben wir so viel Zeit, wo gar nichts passiert, ne? Und das kann man eigentlich nicht richtig dimensionieren und das ist auch sehr kompliziert. Im Mobilfunk machen wir das zum Teil, also da machen wir diese Ressourcenallokation zum Teil über viele Nutzer. Das hat auch noch andere Gründe. Aber das jetzt auf TCP-Ebene zu machen, ist relativ ungeschickt, weil ich da relativ wenig Einsicht in die Ressourcen habe, die mein Netz hat. Denn ich sehe ja nur eine End-to-End-Verbindung. Ich sehe ja nicht die einzelnen Links. Ich weiß ja gar nicht, ist da eine Satellitenverbindung dazwischen, ein Unterseekabel, vielleicht ein Mobilfunkmodem. Ich habe ja keine Ahnung, was da passiert. Ich sehe ja nur meinen Endpunkt. Und ich weiß auch eigentlich nichts über die Router dazwischen. Ne? Und daher ist das für TCP sehr, sehr schwierig, ja, also da Ressourcen zu allokieren. Das hat überhaupt keinerlei Einsicht über die Ressourcen des Netzes. Ja, was man stattdessen auf TCP-Ebene macht, ist das Congestion Control, also eben diese Staukontrolle. Überraschend, ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ne? Und was da passiert ist, dass der Sender das Netzverhalten beobachtet, indem er Rückmeldungen benutzt. Also zum Beispiel Paketverlust. Ja, wir hatten das ja eben bei unserem Router-Beispiel. Wenn der Router Pakete verwirft, dann könnten Paketverluste, die ich ja über ausbleibende ACKs oder über doppelte ACKs mitbekomme als Sender, die könnten dann natürlich ein Indikator für eine volle Router-Queue sein. Ja, ich sage es nochmal, wenn der Router anfängt, Pakete zu verwerfen, dann kriege ich das ja als Sender mit bei TCP. Und dann kann ich das natürlich nutzen als Rückmeldung aus dem Netz, dass vielleicht meine Senderate zu hoch war. Ja, Ähnliches gibt es über die Roundtrip-Time. Ja, daraus kann ich auch Schlussfolgerungen ziehen. Das detaillieren wir gleich auch noch. Und ja, basierend darauf kann ich dann, aus diesen Beobachtungen kann ich dann anfangen, vielleicht auch auf einen Stau zu schließen oder zumindest zu schätzen, dass es einen Stau gibt. Ich weiß es ja nicht, ne? Ich sehe ja nur eine End-zu-End-Verbindung, aber ich kann versuchen, das zu schätzen. Und wenn ich sage, naja, ich bin mir da halbwegs sicher, dass es gerade einen Stau gibt, dann kann ich ja meine Datenrate drosseln, also meine Senderate drosseln. Ja, also das ist hier aufgrund dieser Beobachtung eine Drosselung. Das ist die Grundidee. Und das mache ich unabhängig nochmal von Flusskontrolle. Also kommen wir auch gleich noch dazu, wie das zusammenhängt. Aber das mache ich erstmal alleine völlig unabhängig davon. Ja, hier detaillieren wir das nochmal so ein bisschen. Wir haben
den Paketverlust zum Beispiel, den wir beobachten können, über ausstehende Acknowledgements oder über duplizierte Acknowledgements, das erkläre ich Ihnen noch gleich, wie das funktioniert, woran Sie das erkennen. Ja? Es gibt auch explizite Rückmeldungen aus dem Netz. Also es gibt bestimmte Router, die sowas wie Early Congestion Notification machen, wird aber kaum genutzt und ist dann auch nicht Teil dieser Vorlesung. Also da haben wir im Master dann spezielle Internetvorlesungen vom Kollegen Stiemerling, wenn Sie das interessiert, was Router da noch für abgefahrenes Zeug machen können, dann können Sie da reingehen. Ja? Hat auch mit der Grundfunktion von TCP nichts zu tun. Ja? Also dieses ECN-Verfahren, das ist sozusagen eine Routererweiterung, wenn Sie so möchten. Ja, TCP würde das zum Beispiel anhand von ausstehenden ACKs erkennen oder von fehlenden Segmenten. Nochmal zur Abgrenzung, Flusskontrolle, Congestion Control. Ich habe Ihnen ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass das erstmal völlig unabhängige Verfahren voneinander sind. Also hier nochmal die unterschiedlichen Ziele. Staukontrolle soll verhindern, dass die Sender zu einem bestimmten Zeitpunkt zu viele Daten ins Netz senden, sodass Zwischenknoten, also zum Beispiel Router, überlastet werden. Also sozusagen, wir wollen versuchen zu vermeiden, dass kein Stau am Flaschenhals auftritt. Das ist in dem Fall der langsamste Router und der hinter unserer End-zu-End-Verbindung steckt. Oder wir wollen bestehende Staus auflösen, indem wir zum Beispiel anfangen, langsamer zu senden, also mit geringerer Senderate zu senden. Flusskontrolle im Gegensatz dazu, im absoluten Gegensatz dazu, ganz wichtig, dass Sie das abgrenzen, soll verhindern, dass ein Sender einen Empfänger mit zu vielen Daten überfordert. Ja, also das heißt im Prinzip, Empfänger sagt dem Sender, bitte rede nicht zu schnell. Ja, mein Empfangspuffer läuft über oder würde überlaufen, wenn du mehr schicken würdest, deswegen erlaube ich dir zum Beispiel nur noch 1000 Bytes zu schicken. Ja, das ist der Unterschied, also Flusskontrolle zu Staukontrolle. Zu hohe Senderate oder ein überlaufender Empfangspuffer ist völlig unabhängig von Staus. Staus passieren am Router, an Zwischenknoten. Der Empfangspuffer läuft an ihrem Peer am Ende, ja, also bei TCP, bei ihrem Gegenpunkt, bei ihrem TCP-Empfänger über, nicht am Router. So. Weiter im Text zum Congestion Control. Wir haben das ja schon so ein bisschen angesprochen. TCP versucht eben, ja, ich sag mal, den Flaschenhals, den Durchsatz am Flaschenhals zu schätzen. Also wenn Sie so wollen, den maximalen Durchsatz. Ich darf das jetzt auch mal, also nicht als Shannon-Kapazität, aber als Kapazität bezeichnen, Ihrer End-zu-End-Verbindung zu schätzen. Und das versucht TCP zu schaffen, indem es Rückmeldungen aus dem Netz benutzt. Und diese Rückmeldung können eben Anzahl und Frequenz von Paketverlusten, ja, das kriege ich aus den Acknowledgements raus, sein. Ich kann das hier mal versuchen zu schreiben, ja, das hat was mit den ACKs zu tun, ja. So, TCP versucht es auch anhand von Roundtrip-Times zu schätzen. Natürlich immer zwischen Sender und Empfänger, also das ist redundant, weil TCP ja gar keine Zwischenknoten sieht, ja. Und es gibt, wie gesagt, auch noch diese Zusatzsignale von Routern, die wir nicht weiter betrachten, weil die haben mit TCP nichts zu tun direkt. Ja, wie geht das jetzt zusammen? Also welche Parameter spielen dann eine Rolle bei TCP? Und wie geht das jetzt genau, gehen diese Beobachtungen genau in die Senderate rein? Naja, empfangene ACKs werden benutzt, um die Senderate anzupassen. Das nennt man auch TCP Self-Clocking. Ja, hier steht empfangene ACK-Segmente. Ne? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass im Prinzip ACK-Acknowledgements nur normale Segmente mit dem gesetzten ACK-Flag sind. Ja, also da können natürlich auch Daten zurückkommen. Aber entscheidend ist, dass hier eben ein ACK-Flag gesetzt wurde. Und wie wird das gemacht? Naja, also das geht dann eben in diese Congestion-Window-Variable und wenn die dieses Congestion-Window darf maximal so groß sein wie das Receive-Window des Empfängers. Das heißt, die Flusskontrolle hat natürlich Vorrang. Ja? Also wenn mein Receive-Window 1000 Bytes sind, dann darf ich auch maximal nur 1000 Bytes schicken. Selbst wenn mein Stau, also meine Router, mir mehr erlauben würden. Ist eigentlich auch logisch, ne? Weil der Empfänger ist sozusagen definiert und sagt,
Ich möchte jetzt maximal zum Beispiel 1000 Bytes bekommen und dann darf ich auch nicht mehr senden, egal. Und selbst wenn meine Router leere Queues haben und im Prinzip einen schnelleren Durchsatz erlauben würden oder eine höhere Senderate erlauben würden. Ja, das Congestion Window kann aber auch kleiner sein, ne? Also, wenn ich jetzt einen Flaschenhals habe zu meinem Sender und der sagt, naja, 1000 Bytes kannst du mir schicken pro Segment oder im nächsten Segment, der Router aber im Prinzip schon nur noch 500 Bytes in der Queue, also Platz in der Queue hätte, dann wäre mein Congestion Window natürlich kleiner. Ja, also wenn mein Router dazwischen der Flaschenhals ist. Das heißt, daher kommt dieses kleiner gleich, ne? Also das ist eine wichtige Aussage hier an der Stelle. Ja, ich kann sowas ableiten aus der Frequenz der AX. Also wie schnell empfange ich AX? Wenn ich AX sehr schnell empfange, ja, das ist im Prinzip Roundtrip-Time, was dahinter steht, ne? Also wenn ich eine geringere Roundtrip-Time habe und AX kriege ich sehr schnell zurück, ja, die Roundtrip-Time ist ein Faktor darin, ne? Also der andere Faktor ist, wann schickt der Sender denn die AX zurück? Entschuldigung, wann schickt der Empfänger denn die AX zurück? Also ich habe da zwei Faktoren bei dieser hohen Frequenz, ja, oder überhaupt bei der AX-Frequenz. Der erste ist Roundtrip-Time, wenn die hoch sind, egal wie schnell der Empfänger antwortet, werden die AX verzögert ankommen. Wenn die Roundtrip-Time hoch ist. Wenn die Roundtrip-Time niedrig ist und der Empfänger schnell antwortet, kommen die AX schnell zurück. Aber wenn die Roundtrip-Time niedrig ist und der Empfänger langsam antwortet, kommen die AX langsam zurück. Ja? Also diese beiden Faktoren habe ich. Also quasi Antwortzeit des Empfängers und Roundtrip-Time. Der Empfänger kann entscheiden, auf Basis der Flusskontrolle zum Beispiel AX Antworten zu verzögern. Ja, also daher kommt diese hohe Frequenz zustande. Also das sind da zwei Faktoren. Und wenn die eben hoch ist, naja, dann kann ich das Congestion Window schnell erhöhen, dann ist ja alles gut, ne? Ich kriege ja schnell Pakete bestätigt. Also ich schicke schnell Pakete los, kriege die schnell wieder bestätigt, alles gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel schnell Pakete losschicke, ich aber die AX nur sehr langsam zurückbekomme, dann ist das entweder ein Indiz für eine hohe Roundtrip-Time oder ein Indiz für einen langsamen Empfänger oder auch ein Indiz für langsame Router dazwischen, also vielleicht für lange Routing-Warteschlangen, ne, weil ein Router hat eine Warteschlange, die ist einfach ein FIFO-Puffer. Ja, links gehen Pakete rein, rechts gehen Pakete raus. Und wenn die voll ist, dann dauert das natürlich eine Weile, bis die Pakete rausgegangen wird. Und dann ist das natürlich in dieser Antwortzeit hier drin, ne? Ich weiß es nicht, woran es liegt, ob es jetzt am Roundtrip-Time liegt, ob es an einem Router liegt oder ob es am Empfänger liegt. Es ist ja auch egal, in jedem Fall ist es langsam. Und dann müsste ich das Congestion Window entsprechend langsam erhöhen. Ja, also das ist diese Beobachtung, die wir machen. Also obwohl wir nur eine End-zu-End-Sicht haben und zum Beispiel die Router gar nicht direkt sehen, können wir aus dieser Antwortzeit der AX, also der Verzögerung der AX oder der Frequenz der AX, schon relativ viel rauslesen. Ja, wenn ich gar keine AX kriege, dann muss ich kleiner werden, weil dann werden entweder Pakete verworfen am Router und sind beim Empfänger gar nicht angekommen. Oder die sind so lange verzögert, bis dann irgendwann bei mir ein Timeout zuschlägt und ich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten und rechne damit, dass das und zähle dieses lange verzögerte ACK dann als ausbleibendes ACK. Und dann gehe ich direkt mit dem Congestion Window runter und fange an, meine Datenrate zu drosseln. Das ist das Grundprinzip von Congestion Control auf Basis von empfangenen Acknowledgements. Kurz mal eine kleine Verwirrung, aber auch nur eine kleine, die aber für die Praxis wichtig ist. Wenn Sie mit TCP oder generell das mit Netzen nochmal etwas zu tun haben wollen. Es gibt, ja, wenn es um TCP-Staukontroll-Implementierung geht, da gehen 12 auf ein Dutzend, ja. Also TCP, es gibt viele verschiedene TCP-Flavors, nennt man das, ja. Also das ursprüngliche Flavor war Vanilla, logischerweise, ne. Wenn es eine Ursprungsgeschmacksrichtung gibt, dann ist es die, ja. Aber es gibt noch andere Geschmacksrichtungen, und zwar Tahoe, Reno, New Reno inzwischen, Vegas, Cubic und diverse andere. Wenn Sie wirklich viel Geld als Admin verdienen wollen, dann schauen Sie sich die Unterschiede an zwischen TCP-Flavors. Weil wenn Sie sowas machen, wie zum Beispiel einen Live-Video-Streaming-Server aufzusetzen oder einen Big Blue Button Server, der gut laufen soll, dann ist es geschickt, ein dafür geeignetes TCP-Flavor zu verwenden. Ist jetzt kein Widerspruch, ne? Ich hatte ja gesagt,
WebRTC hier, die Sprache, die wir machen, läuft über UDP, aber zum Beispiel die Datenströme, die wir hier auch noch haben zur Kontrolle von BigBlueButton für den Chat und für die Folien, das läuft über TCP. Ja? Und wenn Sie da zum Beispiel eine Echtzeit mit TCP an sich geht gar nicht. Ja, TCP hat immer die Option, dass es Pakete lange wiederholt, um einfach korrekten Empfang sicherzustellen. Aber es gibt TCP-Flavors, die so ein bisschen echtzeitaffiner sind als andere. Und der Unterschied liegt da in der Regel in der Staukontrolle. Es gibt TCP-Flavors, die machen eine aggressivere Staukontrolle als andere. Es gibt TCP-Flavors, die schneller wieder so eine Recovery haben, also die schneller nach einer Staukontrolle wieder hochkommen, also sich dann die Datenrate des Senders aggressiver wieder hochregeln nach dem Stau. Und es gibt Flavors, die das relativ ruhig und langsam machen. Das hängt vom Einsatzzweck ab und generell, wofür die Server zum Beispiel gut sind, die sie warten, welches Flavor sie da verwenden. Das ist dann aber wirklich was für Admins, die wirklich, ja, ich sag mal, Spezialisten sind, dann da zu optimieren und da dann auch vielleicht sogar die Parameter zu optimieren dieser TCP-Flavors. Warum die lange Rede? Naja, das ist wie immer, ne? Also da gibt es keine perfekte Lösung. Ja, Staukontrolle ist kompliziert und sie haben halt bestimmte Staukontrollmechanismen, die in bestimmten Fällen gut funktionieren und andere, die in diesen Fällen dann wieder schlecht funktionieren. Ja. Genau, TCP Westwood, genau, gibt es auch, ja. Es gibt da diverse Flavors. Daher dieser Spruch hier fürs Leben relevant, für die Klausur hier nicht, ne? Sie sollen erstmal verstehen, wie TCP überhaupt funktioniert und was es überhaupt tut. Machen wir an der Stelle weiter. Zurück zur Congestion Control. Wir haben, wie gesagt, mehrere Mechanismen, die dieses Ziel erreichen, also der Drosselung der Senderate nach Stauindikationen und Stauindikationen zum Beispiel nur basierend auf AX, also auf der Frequenz der empfangenen Acknowledgements. Das hatte ich schon vorhin gesagt, ne, bei der Einführung. Wir haben so drei Mechanismen. Wir haben den AIMD-Mechanismus, Additive Increase, Multiple Decrease, Slow Start und Fast Retransmit und Fast Recovery. Wobei der Teil hier nur für Reno und bestimmte TCP-Flavors gilt. Erkläre ich ihn trotzdem, weil der ist inzwischen so ein Quasi-Standard. Den haben sie in den meisten Flavors drin. Senderempfangspuffer kennen Sie noch von Sliding Window. Die sind natürlich nicht notwendigerweise synchron. Darum geht es ja gerade bei dieser Rückmeldung. Und hier nochmal einen kurzen Recap zur Flusskontrolle. Hatte ich Ihnen ja versprochen vorhin, dass wir nochmal über diesen Effective Window-Wert reden. Das ist, was ja der Sender berechnet, ne? Also der Sender kriegt das, berechnet das, basierend auf dem Advertised Window. Das ist ja das, was er aus dem Header kriegt, von den AX, ne? Also das ist die Rückmeldung vom Empfänger. Das ist sozusagen der Echtzeit, ja, Wert, ich sag mal, das Echtzeitverhalten des Empfangspuffers. Den kriegt er hier. Und davon zieht er eben einfach die aktuell gesendeten Bytes ab. Und das ist der hintere Teil. Ja? Der Teil hier. Und natürlich muss das größer 0 sein, damit der überhaupt was senden darf. Ja? Also das sind die Bytes, sorry, das sind nicht die gesendeten Bytes, sondern davon zieht, also vom Advertised Window zieht der Sender die Bytes, die er als nächstes senden möchte, ab. Und nur wenn das größer 0 ist, sendet er das. Ja, ist eine Wiederholung, haben wir schon beim letzten Mal besprochen. Standardflusskontrolle. So, wie geht das jetzt mit der Congestion-Kontrolle zusammen? Und das finde ich ganz interessant und das ist auch relativ clever gelöst. Wir sagen einfach, naja, eigentlich ist es nicht das Effective Window, was uns erlaubt zu senden. Eigentlich ist es das Minimum aus Congestion Window und Effective Window. Und das ist sozusagen der Max-Window-Wert. Und nur wenn der größer 0 ist, ja, darf ich überhaupt was senden. Und wenn das größer 0 ist, also da ein positiver Bytewert rauskommt, das ist dann das Fenster, was ich tatsächlich verwende am Sender. Und das sind die Bytes, die ich dann rausschicken darf. Oder das ist die Anzahl der Bytes, die ich dann rausschicken darf. Und warum jetzt hier Minimum? Naja, ganz klar, weil das Kleinste eben zählt. Wenn das Congestion Window kleiner ist als das Effective Window, dann schlägt die Staukontrolle zu. Dann habe ich einen Stau oder gehe zumindest davon aus, dass ich ihn habe. Ja? Und dann dominiert mir das oder definiert mir das
die Anzahl der Bytes, die ich senden darf. Wenn das Congestion Window größer ist als das Effective Window, also das Effective Window der kleinere Wert ist, naja, dann schlägt die Flusskontrolle zu und mein Empfänger sagt, hey, du sendest gerade zu schnell, bitte mal ein bisschen drosseln. Ja, und dann definiert mir das eben das Max-Window. Also dieses Minimum ist ein sehr eleganter Trick, wie man beim Sender Congestion-Kontrolle und Staukontrolle und Flusskontrolle zusammenführt. Ja, Congestion Window, das ist natürlich klar, das habe ich ja eigentlich auch schon gesagt. Also das wird verkleinert, wenn der Sender von der Stausituation ausgeht. Timeouts werden als Hinweis herangezogen, also im Wesentlichen ja fehlende Acks. Ja, ein Ack kann eben auch fehlen, weil ein Timeout da ist, logischerweise. Und dann würde ich das Congestion Window halbieren, daher kommt der Multiple Decrease. Und ja, Congestion Window zähle ich in MSS, also das Minimum ist sozusagen eine Maximum Segment Size. Und wenn kein Stau da ist und ich regelmäßig ACKs bekomme, also für jedes ACK, was ich bekomme, kann ich das Congestion Window wieder erhöhen. Und das ist genau dieser Additive Increase. Ist ja auch logisch, ne? Also wenn ich einen ACK bekomme, dann heißt das, Empfänger hat ein Paket bekommen, ich kann das nächste losschicken. Ja? Und daher würde ich das Congestion Window eben um eine Maximum Segment Size, also das ist, wenn Sie so wollen, die maximale Segmentgröße in Bytes, dann würde ich das entsprechend inkrementieren. Und das ist genau dieser Additive Increase. Ich habe da gleich noch eine schöne Grafik für, die das ein bisschen besser illustriert. Ja, vorher noch mal ganz kurz sprechen wir noch mal, warum das jetzt, wie das jetzt mit der Roundtrip-Time zusammenhängt und mit den ACKs und mit den Paketverlusten. Also woher ich diese Beobachtung bekomme. Naja, Sie sehen das hier im Prinzip als Beispiel mal diesen linearen Anstieg des Congestion Windows, also diesen Additive Increase. Ja. Sie sehen ursprünglich die Quelle, der Sender fängt relativ konservativ an und schickt erstmal nur ein Segment los. Das wird bestätigt. Jetzt an der Stelle hier ist der Sender schon ein bisschen mutiger und schickt zwei Segmente los. Additive Increase, ne? Also eine MSS mehr, ja, also ein Segment mehr. Die werden auch bestätigt. So, und jetzt sind wir wieder mutig, ne? Also so, weil ich versuche das hier mal zu malen. Also hier haben wir ein Plus 1. Hier haben wir nochmal ein Plus 1. Und so weiter und so fort, ja? Also wenn alles gut geht und die Bestätigungen auch schnell ankommen, sehen Sie, funktioniert dieser Additive Increase so, wie er definiert ist. Und das führt, wenn man sich jetzt den Durchsatz ansieht von TCP, zu diesem klassischen Sägezahnmuster. Ja, und das sehen Sie hier. Sie haben hier die Zeit laufen auf der X-Achse und Sie haben hier Kilobytes, die der Sender hier sendet. Und naja, das erhöht sich eben im Normalfall mit fortschreitender Zeit bei TCP. Der Sender wird immer aggressiver, der sendet immer mehr und das natürlich linear, weil Sie ja immer um 1 erhöhen, also immer ein Segment mehr. So, wenn ich jetzt einen Stau feststelle, irgendwann muss ich ja einen Stau feststellen, weil irgendwann ist ja mein Flaschenhals erreicht, also der langsamste Router oder der langsamste Link würde ja dann dafür sorgen, dass ich irgendwann bei meiner Kapazität lande. Also selbst im Idealfall, das muss irgendwann auftreten. Und dann ziehe ich mich schnell zurück mit diesem Multiple Decrease oder Multiplicative Decrease, halbiere das, ja, also halbiere mein Sendefenster und gehe, oder mein Congestion Window, um es genau zu sagen, und fange wieder an mit dem Additive Increase. Und dann bin ich hier vielleicht wieder bei meiner Kapazität. Und hier nochmal, etc. Das heißt also, bei diesen Punkten hier zum Beispiel, ist die Kapazität meiner End-zu-End-Verbindung, nochmal, ich sehe ja bei TCP nur eine End-zu-End-Verbindung, da ist die erreicht. Und dann ziehe ich mich schnell zurück, um dafür zu sorgen, dass kein Stau produziert wird oder um einen eventuell angefangenen Stau schnell zu beseitigen. Ich habe eine Frage an Sie. Vielleicht kommt ja einer oder eine von Ihnen drauf.
Warum mache ich das denn ständig? Wir haben doch eigentlich bei Layer 1 gelernt, dass es doch eigentlich nur eine Kapazität gibt, pro Link zumindest, und das ist die Shannon-Kapazität. Würde das nicht reichen, hier nur einmal die Kapazität zu messen? Und wenn ja, warum, oder und wenn nein, warum reicht das hier nicht? Warum muss ich das tatsächlich, das kann ich jetzt schon mal spoilern, hier ständig machen? Hat einer von Ihnen eine Idee oder einer? Das ist ja nervig, ne, so ein Sägezahn, ja? Also das ist ja instabiler Durchsatz und der muss bei TCP so sein. Also das geht gar nicht anders. Absolut korrekt, Herr Hessinger. Selbst wenn ich eine stabile Leitung habe, das heißt, meine Router bleiben bei denselben Routen, mein Unterseekabel fliegt mir nicht um die Ohren, mein WLAN ist stabil, ja, das ist ja auch nicht stabil, ne? In der Regel, also Funk insbesondere. Aber sagen wir mal, das ist alles stabil, das heißt auf Shannon-Ebene, also auf physikalischer Kapazitätsebene und sogar auf IP-Ebene, ist alles easy, ja. Dann haben Sie noch andere Teilnehmer, die eben anderen Verkehr produzieren und das können die zu einer beliebigen Zeit und die können jederzeit einen Stau produzieren. Ja, wie meine Nachbarn hier für unsere Audioverbindung. Und genau deshalb müssen Sie permanent messen bei einer End-to-End-Verbindung, welche Kapazität Sie da haben, weil sich das jederzeit ändern kann. Und dieses Messen, was ja letzten Endes auch nur eine Schätzung ist, ne, macht eben TCP die ganze Zeit. Also was hier passiert ist, im Prinzip, TCP versucht jederzeit auszureizen, wie schnell es fahren kann. Also es versucht ständig an den maximalen Durchsatz zu kommen. Und wenn es das dann geschafft hat, zieht sich schnell zurück und versucht es wieder. Das ist so die Grundidee und deswegen haben wir diesen Sägezahn. Ja, und wenn Sie mal zum Beispiel mit IPERF eine Durchsatzmessung machen und sich das zum Beispiel den Packet Trace rausholen, dann mit Wireshark können Sie einfach solche Plots auch direkt machen. Also Sie sehen das, das muss bei jeder TCP-Verbindung passieren. Man kann das noch ein bisschen optimieren und da kommt jetzt das zweite Verfahren rein. Also Additive Increase Multiple Decrease war ja das erste Verfahren, ne? Additive Increase, dieser, ich zeige es nochmal, dieses Additive Increase, dieses Ansteigen beim Sägezahn sozusagen, also diese ansteigende Flanke und diese abfallende Flanke beim Sägezahn, also der Teil hier, ist dann der Multiplicative Decrease. Ja? Das ist unser erstes Verfahren für die TCP-Staukontrolle und unser zweites ist eine Verbesserung davon, das ist der Slow Start. Und Sie sehen im Prinzip, was hier passiert. Schauen Sie sich das mal an. Host A fängt auch relativ konservativ an mit einem Segment, zwei Segmenten, aber jetzt macht Host A hier was Entscheidendes. Das erhöht nicht auf drei Segmente, wie es das bei einem normalen Additive Increase tun würde, ja, inkrementieren um eins, sondern es verdoppelt. Es erhöht auf vier Segmente. Wir haben also eine exponentielle Erhöhung. Also für jede Bestätigung unser vorhergehenden Segmente mache ich eine Verdopplung. Das ist hier die Exponential, ja, im Prinzip eine exponentielle Erhöhung. Also 2 hoch n, ne? Und n ist sozusagen die Anzahl der gewonnenen Runden, wenn Sie so wollen, also die Anzahl der vorherigen Sendephasen, die eine bestimmte Anzahl von Segmenten hatten. Ja, 2, ja, hier haben Sie das ursprünglich, ne? Hier fangen Sie bei 2 hoch 0 an, hier haben Sie 2 hoch 1, hier haben Sie 2 hoch 2. Ja, und das ist natürlich super, wenn man Durchsatz schneller erhöhen will. Was wir dann haben, ist dann genau das hier. Ja, dann habe ich eben nicht mehr diese lineare Erhöhung, also diesen langsam erhöhenden Sägezahn, der sähe ja so aus wie diese Linie, ne? Sondern dann habe ich diese schnelle Erhöhung zu Beginn. Und das Verfahren wird ironischerweise Slow Start genannt. Das hat historische Gründe, warum man es so nennt. Ja, also das ist so ein bisschen witzig, dass man das dann Slow Start nennt, obwohl das eigentlich die Datenrate zu Beginn sehr schnell erhöht. Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass wir initial relativ schnell aus unserem Tal rauskommen und dann hier auch gerne, wenn wir wieder zurückfallen mussten, aufgrund dieses Multiplicative Decreases, auch schnell wieder rauskommen aus dem Tal. So, besprechen wir das nochmal ein bisschen im Detail. Ja, das mache ich zu Beginn einer TCP-Verbindung. Also zumindest so im Standard-Flavor, ja. Mindestens zu Beginn, würde ich sagen, einer TCP-Verbindung. Und ich möchte einfach schnell aus diesem Tal rauskommen, ja. Und ich mache das natürlich auch, wenn ich mich stark zurückgezogen habe. Also in diesen beiden Fällen mache ich das. Zu Beginn einer TCP-Verbindung und wenn irgendein Segment verloren gegangen ist,
Und um zu vermeiden, dass das komplette Advertised-Window zugeht, würde ich dann eben schnell wieder aus dem niedrigen, aus dem Durchsatztal sozusagen rauskommen. Ja, und der Fall B ist sozusagen eine Optimierung, um einfach ein schnelles Erhöhen dann wieder im Gegensatz zum Additive Increase zu erlauben. Da, also das bringt uns Durchsatz, dieser Slow Start. So, ich komme zum letzten Verfahren von TCP. Entschuldigung, ich komme zum letzten Verfahren der TCP-Staukontrolle. Und das nennt sich Fast Retransmit. Und die Motivation für dieses Verfahren war, dass so ein Timeout im Prinzip so die schlimmstmögliche Art ist, um einen Paketverlust festzustellen. Timeouts bedeuten, ja, sind so zu, wenn Sie so möchten, Timeouts sind das Mittel der letzten Wahl. Wenn Sie gar nichts wissen, dann warten Sie so lange, dann hören Sie irgendwann auf zu warten, ne? Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie auf jemanden, auf irgendeine Person warten und Sie haben keine Möglichkeit, mit dieser Person zu kommunizieren. Dann setzen Sie sich selber einen Timer und dort sagen, naja, ich warte jetzt noch 10 Minuten und dann bin ich weg. Ja, das ist sozusagen das Mittel der letzten Wahl. Und das ist natürlich ineffizient, weil Sie diese 10 Minuten sozusagen rumeideln und in der Zeit nichts machen. Wenn Sie Kommunikation hinbekommen mit der Person, ja, dann können Sie, auch wenn Sie irgendeine Rückmeldung bekommen, also wie zum Beispiel so AX oder NAX, ja, dann können Sie die wieder verwenden und damit vermeiden, dass Sie am Ende einen Timeout verwenden müssen, ja. Also merke, Timeouts sind sozusagen das Ineffizienteste, was man machen kann. Und deswegen versuchen wir bei Fast Retransmit mit was anderes zu tun. Wir versuchen, Paketverluste anhand von duplizierten Acknowledgements zu erkennen. Und was ich da mache, ist im Prinzip, wenn ich drei DUP-ACKs bekomme, also ich bekomme im Prinzip ein Acknowledgement mit derselben Sequenznummer zurück und das dreimal, dann gehe ich da von einem Paketverlust aus. Und dann mache ich ein Fast Retransmit, dann schicke ich das Segment direkt wieder hinterher, selbst wenn ich gar kein Timeout bekommen habe dafür. Warum ist ein dupliziertes Acknowledgement jetzt eine Indikation für einen Paketverlust? Gehen wir mal so einen Paketverlustfall durch. Sie sehen das auf der rechten Seite und links ist das hier erklärt, was Sie rechts sehen. Die Zahlen in der linken Erklärung beziehen sich hier auf diese Kreise, ja, also auf diese umrandeten Zahlen. Naja, und Sie sehen, was hier passiert, ne? Also ich frage vielleicht eine Webseite an, schicke einen Request, kriege Segment 1 zurück. Segment 2 geht verloren. Also der Sender würde quasi, also der rechte Host würde als Sender zwei Segmente direkt schicken, das macht er auch. Segment 2 geht verloren. Entschuldigung, der rechte Host schickt drei Segmente direkt los, also diese drei hier, ja, und davon geht Segment 2 verloren. Das ist der Fall 1 hier, ja. So, das weiß ja der linke Host nicht. Ja, das kann er ja auch nicht wissen. Der hat ja nur eine End-to-End-Verbindung, ne? Für ihn ist ja alles dazwischen eine Blackbox. So, was passiert jetzt? Naja, der linke Host bestätigt Segment 1, das hat er ja empfangen. Und bestätigt Segment 3, das hat er auch empfangen, mit Hilfe eines Selective Acknowledgements. Jetzt haben Sie mal ein praktisches Beispiel für, wofür diese SACK-Option im Optionsfeld des TCP-Headers verwendet wird. Ja, da können wir jetzt selektiv Segment 3 bestätigen. Und hier bestätigen wir selektiv nochmal Segment 3 bis 4. Ja, schauen Sie mal, ich habe hier weiterhin einen ACK 1. Ich bestätige in diesen beiden Fällen weiterhin das erste Segment. Ich habe also, was wir DUP-ACKs nennen oder duplizierte Acknowledgements. Und Fast Retransmit, wenn also der rechte Host Fast Retransmit implementiert hat, würde der jetzt sagen, naja, ich habe hier dreimal eine Bestätigung für Segment 1 bekommen. Das heißt, ich schicke doch jetzt Segment 2 nochmal, weil das ist ja offensichtlich nicht angekommen. Weil das vorhergehende Segment wurde ja schon dreimal bestätigt. Übrigens habe ich auch die Selective Acknowledgements für 3 und 4 bekommen, daher weiß ich als rechter Host, dass ich Segmente 3 und 4 nicht nochmal übertragen muss. Ja, und schließlich, wenn das ankommt, wenn Segment 2 jetzt ankommt, das ist Event 5, ja, dann schickt der linke Host ein ACK 4,
Das ist wie immer ein ganz normales kumulatives Acknowledgement von TCP und bestätigt implizit alle vorhergehenden Segmente, also alles zwischen von 1 bis 4. Also alles bis 4 ist hier bestätigt, inklusive des ursprünglich ausstehenden Segments 2. Ja, Sie haben also jetzt nochmal gelernt, wie man mit Hilfe von duplizierten Acknowledgements oder warum man damit verlorene Pakete erkennen kann. Und Sie haben auch gleich nochmal gelernt, wie Selective Acknowledgements funktioniert an dem Beispiel und auch nochmal gesehen, was diese kumulativen Acknowledgements nochmal machen. Und natürlich brauche ich hier im letzten Fall das Options-Feld von einem Selective Acknowledgement nicht mehr. So, und deswegen können wir natürlich mehrere Dub-Ucks, die wir bekommen, also einfach generell doppelte Acknowledgements als Hinweis werten, dass das Netz nicht überlastet ist, sondern lediglich einzelne Pakete verloren gegangen sind. Denn spätere Segmente kommen ja an. Gehen wir nochmal zurück. Das hier, dieser Fall, Fall 1, ist ganz klar ein Paketverlust, also auch aus der Sicht vom linken Host. Denn da Segmente 3 und 4 ja ankommen, kann es ja kein Stau sein. Eine volle Router-Queue, also ein Stau, würde ja heißen, dass Segment 3 und 4 da auch noch in der Router-Queue stehen. Das heißt, dieses Fast Retransmit kann zumindest schätzungsweise einzelne Paketverluste von Stau-Events, also von Verzögerungen von vieler Pakete, unterscheiden. Und das ist ja der entscheidende Hintergedanke hier. Also das heißt, wir können sagen, wenn wir mehrere Dub-Ucks bekommen, dass wir keinen Stau haben. Oder zumindest können wir es schätzen. Ja, das funktioniert nicht immer, also gerade so bei drahtlosen Netzen. Ich bin ja Mobilfunker, so von der Ausbildung her, und da ist das leider nicht ganz so einfach. Aber ich sag mal so, im Standard-Internet und im Standard-Routing-Fall können wir das schon so machen. Und in dem Fall kann ich eben mit dem Congestion-Window ein bisschen großzügiger sein. Ja? Also dann kann ich sagen, naja, ich bin mir ziemlich sicher, das ist kein Stau. Das sind nur einzelne Pakete, die verloren gegangen sind. Also bin ich mal ein bisschen großzügiger und gehe nicht so schnell runter. Also reduziere das Congestion Window konservativ. Und das nennt man Fast Recovery. Das ist die Grundidee. Ja, ja, wie implementiere ich das? Das implementiere ich so, dass ich nach dem Timeout eben nicht brutal runtergehe mit meinem Sendefenster. Also mit dem Congestion-Fenster, ne, was ja dann mein Sendefenster in dem Fall dominieren würde, sondern ich gehe eben auf einen etwas höheren Wert runter, auf den sogenannten Congestion-Threshold und den dann wieder linear erhöhe mit meinem Additive Increase. Das ist in relativ vielen TCP-Flavors implementiert. Das fing dann bei TCP Reno an und wurde dann in New Reno auch nochmal optimiert. Und dann gibt es noch andere Flavors, die das so ähnlich machen. Ist also ein recht verbreitetes Verfahren, obwohl es ursprünglich in TCP nicht drin war. So, hier sehen Sie das Ganze nochmal in seiner ganzen Schönheit, also diese ganzen drei Verfahren nochmal zusammengefasst. Den Slow Start habe ich Ihnen ja vorhin schon mal erklärt, den haben wir hier in dieser ersten Phase und den haben wir hier auch wieder, nachdem wir dann uns zurückgezogen haben im Standard-TCP-Fall, also zum Beispiel in TCP Tahoe. Das ist die dunkelblaue Linie hier. Ja, ich erkläre die mal zuerst. Also wir haben hier diesen Slow Start, das ist ja dieser exponentielle Anstieg, ja, immer diese Verdoppelung pro Sendefenster. Dann haben wir ganz normal den Additive Increase in meiner Congestion Avoidance Phase. Ja. Also ich versuche das mal hier reinzumalen. Das ist ein AI, ja. Das passiert hier, ne, in dieser Phase. So, dann haben sie... Das dreidoppelte Axe bezieht sich nicht auf die blaue Linie, ja, das bezieht sich nur auf die schwarze Linie. So, dann haben Sie hier einen Timeout und dann gehen Sie bei Standard-TCP, also zum Beispiel Tahoe, brutal runter, wieder auf ein Sendefenster von einem Segment und fangen wieder bei einem Segment an und machen dann wieder den Slow Start, um dann schnell aus diesem Tal rauszukommen. Und dann sind Sie wieder bei einem Additive Increase. Und das ist so das Spiel, was Sie die ganze Zeit spielen und was Sie ja auch spielen müssen, weil sich, wie gesagt, jederzeit die Kapazität ihrer End-zu-End-Verbindung ändern kann. Aufgrund von anderen Teilnehmern, die eben auch Last produzieren oder eben auch aufgrund von physikalischer Kapazität, zum Beispiel, weil ihr WLAN gerade wegbricht oder irgendwas anderes.
Gut, dann schauen wir uns nochmal diesen etwas grün umrandeten Bereich an. Das ist jetzt dieser Fast Recovery Mechanismus, der zum Beispiel in TCP Reno drin ist. Und da läuft das erstmal ganz normal, also die Slow Start und Congestion Avoidance läuft ganz normal auch wieder los, ja. Und dann hier in dem Fall, wenn wir drei doppelte Achs haben, also wir müssen nicht auf den Timeout warten. Es reicht, wenn wir drei doppelte Achs erkennen. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir eben von einem Paketverlust aus und nicht von einem Stau und verringern das Sendefenster nicht so brutal. Ja, Sie sehen, ich gehe eben hier nur runter auf die Hälfte, ja, also auf 6 von 12 Segmenten auf 6 Segmente und mache dann direkt mit meinem Additive Increase weiter. Das ist, was jetzt hier läuft, ja. Wenn ich natürlich nicht drei doppelte Achs empfange, sondern einen Timeout empfange bei TCP Reno, dann mache ich natürlich genau dasselbe wie TCP Tahoe, ja? Also dann gehe ich wieder brutal runter, weil dann gehe ich von einem Stau aus und um den Stau zu vermeiden, muss man einfach ganz schnell langsamer werden, ja? Wieder die Analogie zum Autofahren: Wenn Sie einen Stau sehen, den voraussehen, dann sollten Sie möglichst auf die Bremse treten, ja? Und dann auch möglichst beherzt, bevor Sie in das Ende von einem Stau reinfahren. Und das ist, was wir hier machen. Wenn ich aber sage, ich habe vielleicht nur eine kurzzeitige, ja, Verlangsamung oder ich habe einen Paketverlust, dann mache ich es eben nicht, dann trete ich nicht so stark auf die Bremse. Ja, also dieser grün umrandete Teil in dieser Grafik bezieht sich eben nur auf den Sonderfall von einzelnen Paketverlusten, die ich mit drei doppelten Achs empfange. Also das genau grün umrandet ist der Dubag-Fall, wenn TCP Reno oder ein anderes Flavor, was das verwendet, implementiert ist. Gut, also das ist im Wesentlichen die Grafik, die Sie verstanden haben sollten. Wenn Sie die verstehen und wissen, warum das Congestion Window so läuft, dann haben Sie eigentlich die Staukontrolle von TCP ganz gut im Griff. Ich würde noch gerne diese Zusammenfassung machen, bevor wir diese Vorlesung beenden. Und zwar haben Sie hier nochmal eine Übersicht über die ganze Staukontrolle. Gehen wir es mal durch. Also wir haben einen Slow Start. Das ist so ein Zustand, ja, in dem sich mein TCP befinden kann. Wir bleiben im Slow Start, wenn wir einen ACK für zuvor unbestätigte Daten empfangen. Und wir haben einen Übergang zum Zustand Congestion Avoidance, wenn mein Congestion Window höher ist als der Schwellwert. Ja, ich bin dann im Zustand Congestion Avoidance. Wenn ich dann einen ACK für zuvor unbestätigte Daten empfange, dann würde ich entsprechend, ja, so im Additive Increase Modus sozusagen mein Congestion Fenster erhöhen. Ja, das ist, was hier nochmal als Beschreibung geschrieben ist. Wenn ich jetzt ein Verlustereignis detektiere durch drei doppelte Achs und ich habe Reno implementiert, ja, oder genau das Fast Retransmit implementiert zum Beispiel in Reno, dann würde ich jetzt meinen Schwellwert halbieren, würde mit dem, ja, das Congestion Window entsprechend setzen und gehe dann eben auf den halben Schwellwert runter. Wenn dann aber ein Timeout passiert, also ich erkenne kein Verlustereignis durch drei Dubugs, stattdessen habe ich ein Timeout, da gehe ich dann halt brutal runter auf eine M MSS und gehe dann wieder in den Zustand Slow Start. Ja? Und ich gehe im Prinzip aus dem Zustand Slow Start oder Congestion Avoidance auch im Falle eines Doppelten Acknowledgement. Dann würde ich, wenn ich in diesen Zuständen bin, würde ich bei einem Doppelten Acknowledgement einfach den Zähler erhöhen für Doppelte Acknowledgement, damit ich erkenne, wenn ich drei davon hatte. Dieser Fall ist sozusagen die Hinführung darauf. Das ist in der Tabelle ein bisschen unübersichtlich, aber wie gesagt, als Checkliste ist die anwendbar. Was ich im letzten Jahr gemacht habe an der Tafel, das li liest sich hier leider sehr schlecht, aber so erkläre ich es Ihnen nochmal. Also Sie haben hier diesen Zustand Slow Start, ja, das war sozusagen dieses exponentielle Ansteigen der Fenster, des Sendefensters. Dann haben Sie hier den Zustand Fast Retransmit und dann haben Sie hier den Zustand Congestion Avoidance. Das ist unser Additive Increase. Und dann haben Sie hier die Ereignisse, die dazu führen, dass Sie da so eine Übergänge machen zwischen diesen Zuständen. Ja? Zustandsautomaten hatten wir ja auch beim Protokollautomaten besprochen. Und hier ist das nochmal erklärt, wann da was passiert. Ja? Also zum Beispiel bei einem Timeout, hier in dem Beispiel, gehen Sie, hier soll übrigens ein Fall sein, gehen Sie von Congestion Avoidance direkt in den Slow Start, ja, und setzen das Congestion Window auf 1. Das ist hier nochmal dargestellt. Ja?
Ansonsten, sie bleiben bei der Congestion Avoidance, wenn sich die Anzahl der ACKs erhöht. Und wenn sich die Anzahl Dupacks erhöht, erhöhen sie den Dupack-Counter. Und wenn ihr Dupack-Counter überläuft, das heißt also, der ist größer als 3, das ist hier oben, dann gehen sie von Slow Start nach Fast Recovery. Das ist so im Wesentlichen der Ablauf, ja, dieses Zustandsautomaten. Ich habe hier auch zwei Farben verwendet, TCP Vanilla und TCP Reno, New Reno, weil natürlich Fast Recovery nur bei Reno und New Reno da ist. Also das heißt, dieser grüne Teil da oben ist natürlich nur in dem Fall da.